Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play der Herr der Ringe Online, die Abenteuer des Bingo Boffin. Ja, wir haben Bingo wiedergefunden und wir haben Bingos Gedächtnis wiedergefunden und wir wollen mal sehen, wohin uns der Weg jetzt verschlägt. Ich glaube, ich bin bereit, diesen Höhlen Lebewohl zu sagen. Mein Gedächtnis ist zurück, aber meine Zeit unter den Bergen war größtenteils kalt, dunkel und verschwommen. Ich bin bereit, das Sonnenlicht wiederzusehen. Na, ich erstmal. Vielleicht würde ich diese Hallen mit anderen Augen wahrnehmen, wenn ich ein Zwerg wäre. Aber wir Hobbits ziehen etwas gemütlicheres und bequemere Höhlen vor. Spalvi hat mir einen Zwerg namens Kettil vorgestellt, der sich bereit erklärt hat, nach meinem Abenteuer einige Karten für mein Buch zu zeichnen. Ein feiner Bursche. Er hat mir außerdem eine Karte von den östlichen Ebenen von Khazad Dûm gegeben, damit wir den Weg zum Ausgang finden. Ich würde mich gerne bei Kettil Kartenzeichner für seine Freundlichkeit bedanken. Also lasst uns noch ein paar Feinde in Nut-Melek bezwingen, solange wir zu diesem Punkt auf der Karte unterwegs sind. Der Westseite von Khazad Dûm. Klingt nach einer hübschen Sehenswürdigkeit. Und wir würden die Hallen und Wege für Kettil und seine Arbeit sicherer machen. Okay. Wir können uns dann nennen, wenn wir das gemacht haben. Margarete Gruber hungrig nach Sonnenlicht. Oh ja, das sind wir. Oder Margarete Gruber eins mit der Dunkelheit. Wir bekommen natürlich wieder unsere Abzeichen und die legendären Gegenstandserfahrungen für unsere legendäre Waffe. So. Allerdings, meine Waffe ist schon längst ausgelevelt. Die nützt mir jetzt gerade nicht unbedingt was. Wir sollen Feinde in Nut-Melek bezwingen. 10 Stück. Das nehmen wir mal an. Und, okay, der Pfeil zeigt nach da drüben. Ich gucke mal auf der Karte, wo sich... alles klar, der ganze große rote Bereich hier drüben. Und hier unten ist dann wahrscheinlich jemand, mit dem wir reden müssen. Obwohl, hier drüben ist auch nochmal ein Pfeil. Okay. Ich würde sagen, dann begeben wir uns doch mal in diese Richtung. So, dafür steigen wir auf unsere Ziege. Dann ist auch der Käfer mal ruhig. So, und reiten dann mal da drüben hin. Wie war denn das? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall schon wieder hier drüben den Gang, den wir beim letzten Mal schon 2-3 Mal lang geritten sind. Und ja, dann kommt man da schon irgendwie durch. Das war ja eine riesige Region, da wird man dann schon irgendwie das Richtige finden. Und besiegt Feinde, das kann also offenbar alles sein. Es gibt ja hier auch Fledermäuse, es gibt auch so ganz, ganz klitzekleine Mini-Drachen. Die finde ich persönlich auch ganz niedlich. Ja, werden wir ja sehen. Ja, die letzte Folge, die ist ein bisschen chaotisch gewesen. Die ging auch ganz schön lange. Also da bin ich so oft falsch geritten und habe mich völlig verfranst und verzettelt, obwohl wir ja tatkräftige Unterstützung hatten. Ja, aber ja, das passiert halt leider mal. Das liegt halt daran, dass ich die Questen hier mit Bingo Boffin, die habe ich erstmal noch lange nicht alle gemacht. Also mit dem Bogenschützen, den ich da habe, mit dem anderen Hobbit, der ja 102 ist vom Level. Da bin ich jetzt bis nach Rohan gekommen, da geht es noch weiter, aber die ganzen anderen Quests hier in Moria, die habe ich vor über einem Jahr gemacht, also als die mehr oder weniger neu waren. Und deswegen habe ich mich dann nur bedingt gespoilert, also ich weiß halt vieles nicht mehr so richtig. Und deswegen kann das natürlich sein, dass man da mal etwas verwirrt ist und dann irgendwo in der Gegend rumreitet, wo man überhaupt nicht hingehört. Ja, wir kriegen hier eine Frage gestellt. Darf ich dich mal fragen, was das ist? Bingo Let's Play, seid ihr eine Gruppe für Bingo Boffin in Moria? Da kann man mal zurück antworten. Nee, ich mach mal ein Let's Play und Bingo Boffin ist das Thema. Oh, kann man noch sagen, bin allein. Oh, ganz allein. So. Also irgendwo hier drüben ging es dann lang. Ja, und da gibt es dann auch so eine ganz, ganz lange Treppe, wo man immer im Zickzack runter muss. Und dann kommt man in so eine große Halle, wo man dann irgendwann am Ende von dieser Halle an dieser abgebrochenen Brücke steht, von der ja Gandalf runtergestürzt ist, zusammen mit dem Balrog. Ne? Also das hier ist diese Halle, das ist auch
ziemlich schön gestaltet. Ja, sieht aus wie Bäume hier unten. Und wir können hier jetzt schon anfangen, Leute zu töten. Das machen wir doch einfach, indem wir hier den Erstbesten nehmen, der hier steht. Also die Szene ist ja vielleicht dem einen oder anderen aus dem Herrn der Ringe noch bekannt, dass da Gandalf auf der Brücke steht und gegen den Balrog kämpft. Du kannst nicht vorbei. Und ja, dann sind sie ja beide in den Abgrund gestürzt. Und hier oben befindet sich halt das eine Ende von der Brücke und ganz, ganz unten in der alleruntersten Höhle befindet sich das andere Ende von der Brücke. Echt ziemlich schick. Müssen wir nochmal kurz zurückschreiben. Ich spiele die Quests durch und zeig das Leuten, die es interessiert. So. Okay, hier ist auch ein Questgeber. Ja, kannte ich auch nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon gemacht, die Quest. Ja, wie gesagt, also ab und zu werden hier schon nochmal ein paar neue Sachen dazu gemacht und das ist eigentlich immer ganz nett. Also es lohnt sich auch, wenn man mal mit einem Charakter alles durchgespielt hat und dann sind vielleicht ein, zwei Jahre vergangen, dann einfach nochmal einen Charakter zu machen und mit dem das Ganze dann nochmal zu spielen. Also bis dahin hat sich wahrscheinlich schon einiges wieder getan, auch in den Regionen, die eigentlich schon alt sind. Also sowohl grafisch hat sich da manchmal was getan, als auch, ja, in den Questen, das sieht man ja, ne? Also die ganzen Stallpunkte, die dazugekommen sind, die ich alle gar nicht habe und, ja, manchmal sogar ganze Ländereien, die sie noch mit eingefügt haben. Das wird nie langweilig eigentlich. So. Ah, okay, sehr schön. Sowas mache ich ohne Ansage. Also wahrscheinlich ein Space. Möglicherweise auch einer. Wenn jemand im WC, also nicht auf dem Klo, sondern im Word-Chat fragt, weil er CS nicht weiterkommt, dann erkläre ich es, wenn ich es lese. Ja. Okay, also kein Let's Player, sondern einfach jemand, der, wenn er irgendjemand eine Frage hat, die funktioniert, darauf antwortet. Das ist natürlich nett. Also hilfsbereit zu sein, das ist immer gut. Ich denke, ja, ein Let's Play, das ist einfach eine andere Art und Weise, den Leuten sowas zu zeigen. Ich habe viel Spaß, habe noch einige Chars, die Bingo-Buffin machen müssen, könnte aber auch schon mehrere fertig. Ich liebe Bingo. Juhu, ein echter Fan. Ich auch. Viel Spaß. So. Also offenbar auch ein Kenner der Materie, der könnte uns vielleicht das ein oder andere Mal sogar ganz hilfreich sein, weil der wahrscheinlich ganz genau weiß, wo es lang geht. Mal gucken, ob wir hier diese Viecher auch töten können, ob die uns auch was bringen. Also wir haben jetzt 4 von 10. Ah, das sind wieder diese Tiefenklauen, die sich dann irgendwie eingraben und alles zur Explosion bringen, wenn man sie das machen lässt. Aber wir töten ihn natürlich vorher. Also ich selber zum Beispiel gucke mir halt Let's Plays an, wenn ich mir nicht sicher bin, ob mich ein Spiel interessiert oder nicht. Ja, wenn da irgendwas Neues rauskommt, was dann 50, 60 Euro kostet und ich denke, ja, eigentlich klingt es interessant, aber jetzt einfach 60 Euro ausgeben und dann gefällt es mir eben doch nicht, dann gucke ich mir doch lieber vorher mal ein Let's Play an. Wenn man eine ganze Bingo-Reihe machen möchte, können wir gerne versuchen, es zusammen durchzuziehen. So, was? Oft es geht. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Angebot. Kann man nochmal kurz zurückschreiben. Gern. Kannst ja mal bei einer Aufnahme mitmachen. Mach beinahe jeden Tag eine Folge. So. Oh, den nehmen wir hier auch noch mit. Der hat so komische grüne leuchtende Pickel auf dem Rücken. Ich hoffe, ich stecke das nicht an. So, da fehlen uns nur noch 2. Hier gibt es so eine kleine hölzerne Hängebrücke und wenn man dann da weiterkommt, da ist dann da hinten diese abgebrochene.
abgebrochene Brücke. Irgendwie eklig diese Brücke. So, da hinten steht der letzte. Alle. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, wieder den Himmel zu sehen und die Sonne, aber ich gebe beinahe jede Wette ein, wenn wir jetzt rauskommen, ist es bestimmt Nacht und es ist draußen genauso dunkel wie hier drin. Wahrscheinlich sogar dunkler. Können wir mal ganz kurz so einen Abstecher dazu der abgebrochenen Brücke machen. Ja, da kommt man jetzt natürlich nicht drüber, man muss jetzt hier in so einem Bogen außen drum rumreiten. Aber diese Brücke, die ist zum Beispiel auch einer der Punkte, wo man runterspringen muss, um dann diese eine Tat zu machen. Klippenspringer oder wie das da heißt. Das hatte ich ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt, dass es hier so ein paar Abgründe gibt, in die man reinspringen kann. Und wenn man die dann halt alle durch hat, irgendwie 5 oder 6 Stück sind es, dann bekommt man halt diesen Titel. Ja. Ach. Er steht hier, die Brücke von Khazad-dûm ist zerstört und führt nicht mehr über die Schlucht. So, also der schreibt jetzt zurück, okay, versuche ich. Ist für mich allerdings eine blöde Zeit. Real-Life-Sippe und so, oder RL-Sippe, Roleplay, ja, keine Ahnung, irgendeine Sippe. Mhm. Aber ich schau mal, ob ich es hinkriege. Wochenende ist allerdings ganz doof, eher in der Woche. Ja. Alles klar. So, da wollen wir noch mal mit Bingo reden. Die stehen hier und können halt nicht weiter, ne? Er hier auch. Rotor steht auch hier oben. Und wie wir sehen, ist es abgebrochen. Ja, und ganz da unten befindet sich das andere Stück. Da springen wir jetzt mal besser nicht runter. Mich beschleichen gerade Zweifel wegen Kettles Karten. Mich beschleichen gerade Zweifel, ob ich Kettle wirklich Karten für mein Buch anfertigen lassen möchte, Margarete. Laut der Karte, die er mir gegeben hat, soll die Brücke unbeschädigt sein. Ja, das ist noch nicht so lange her, dass die kaputt gegangen ist. Tja, wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Immerhin können wir so auf dem Weg zum Ausgang noch mehr Feinde. Der Zwerge Nutmelek zwingen. Nochmal 10. So. Okay. Können, falls er es noch nicht hat, ihm ja auch einfach mal hier die Channel-Dings machen. War sehr nett, dich kennenzulernen. Vielleicht schaffen wir ja mal ein Ding zusammen. Ja, gerne. Hier die Kanalinfos. Pack dich mal auf die FL, also Friends-Liste. Ja, meinetwegen, gerne. Ich nehme an, hier dieser kleine Höhlenkriecher, das ist keiner von den Kreaturen, die wir töten können. Also können wir natürlich schon, aber das wird uns nichts bringen. Ja, und jetzt merkt man, man muss ja einfach langsam schon mal ein paar Kombos machen, damit die Leute möglichst schnell platt kriegen. Also einfach mal einen Speer draufwerfen, dann fallen die um, ist nicht mehr. Das dauert jetzt alles ein bisschen länger. Der Beruf muss gut stinken. Und jetzt heilt er sich auch noch. Nix da. Hier wird sich nicht geheilt. Gleich die Hälfte. Nehmen wir den hier noch mit. Ah, kommt schon der nächste mit. Okay, 6 Stück haben wir schon. Ich glaube, wenn wir hier einmal rumgeritten sind, auf der anderen Seite sind auch noch genug. Das ist ja, also wie gesagt, hier drüben ist die Brücke. Da geht's eigentlich rüber oder ging's die längste Zeit und jetzt muss man halt, weil sie abgebrochen ist, hier hinten einmal den Weg rum und dann einmal um die Kurve und dann wieder zurück. Eigentlich brauchen wir nicht reiten, solange wir die Leute hier noch nicht getötet haben. Christa.
Ach, der kennt den Kanal schon. Witzig. Hat sich sogar ein Rufzeichen gemacht. Ja, cool. Vielen Dank. Cool. Danke. Ich weiß ja gar nicht, ob es jetzt hier direkt auf dem Server noch andere Let's Player gibt. Also es gibt natürlich haufenweise Let's Player, die Herr der Ringe Let's Plays machen. Und es gibt sogar auch noch welche, die das jetzt aktuell machen. Habe ich nicht gerade gesagt, wir müssen nicht auf die Ziege. Wieder absteigen. So. Also ja, ich habe sogar letztens welche jemanden gesehen, der auch Bingo-Boffin-Quests macht. Und in etwa genauso. Wo seid ihr aktuell? Geh grad aus Moria raus. So. Nein, wir steigen nicht auf die Ziege. Hier ist so ein kleiner Drache. Ich finde, die sehen total niedlich aus. Also so einen hier als Haustier oder als Begleiter, das wäre schon echt süß. Die sind putzig. Aber wir müssen ihn jetzt leider töten. Er ist der Letzte auf unserer Liste. Wir haben hier so eine schöne Giftattacke. Ja, so einen hätte ich gerne. In echt halte ich mir auch sowas ähnliches wie einen Drachen. Wir haben ein Chamäleon. Das ist ja... Ja, das kommt ja schon ganz nah ran. Er hat natürlich hier keine Flügel, er kann nicht fliegen, aber ansonsten speit auch kein Feuer. Der speit nur seine eigene Zunge. Aber ein kleiner Drache ist es auch. So, betretet Nanduhirion vor der ersten Halle in Nutmeleg aus. Alles klar, die erste Halle, ja, da kommen wir jetzt gleich hin. Wie gesagt, jetzt müssen wir sozusagen, wir sind ja jetzt gerade parallel hier lang gekommen, ne? Einmal hier rum, jetzt müssen wir den Weg wieder zurück auf die andere Seite von der Brücke. Da geht es ein paar Treppen hoch und dann gibt es ein großes Tor und dann kommen wir raus ins Freie. Ja, und dann kommt man da an den Spiegelsee, in den Gimli geblickt hat im Herrn der Ringe. Also im Film glaube ich nicht, aber im Buch schon. Und das Besondere an diesem See ist, dass man sich da selber nicht drin spiegelt. Da spiegeln sich nur die Sterne drin. Sogar, ich glaube sogar tagsüber. Hier ist das andere Ende von der Brücke. Auch abgebrochen natürlich, logischerweise. Ja, und hier im Spiel ist es auch so. Also wenn man da rangeht, da reingeht, dann sieht man in dem See die Sterne, man sieht sich selber aber nicht. Und ich glaube, in allen anderen Gewässern spiegelt man sich schon selber auch. Es kommt natürlich auf die Grafikeinstellungen an. Also wenn man jetzt natürlich alles auf Low hat, spiegelt man sich wahrscheinlich in keinem einzigen See. Aber ja, im Normalfall spiegelt man sich da dran. Und in diesem See eben nicht. Ja, und von da aus kommt man dann nach Lothlorien. Und ich weiß nicht genau, ob wir das in dieser Folge noch schaffen bis dahin, aber auf jeden Fall dann in der nächsten. Wir müssen dann auch mal sehen, wie weit die Story inzwischen geht. Also ob man bis nach Gondor kommt oder so, das weiß ich halt alles nicht. Und ja, gegebenenfalls müssen wir dann, wenn wir ans Ende gekommen sind, die Intervalle hier des Spiels oder des Let's Plays ein bisschen verlängern. Weil wenn natürlich nur einmal in der Woche eine neue Episode rauskommt, dann kann ich natürlich auch nur einmal in der Woche ein Video machen. Wenn wir an diesen Punkt gekommen sind, dann werde ich dann überlegen, ob ich nicht vielleicht nochmal ein anderes Spiel Let's Playe. Weil das einzige Spiel, was ich momentan auch sehr viel spiele, das ist Ark Survival Evolved. Das ist so ein Survival-Game mit Drachen. Drachen sage ich schon, mit Dinosauriern oder anderen Urzeittieren. Und da gibt es natürlich auch schon tonnenweise Let's Plays zu. Da steht er. Bingo nimmt einen tiefen Atemzug von der frischen Luft und ist sichtlich froh, Moria hinter sich gelassen zu haben. Ich auch. Jedes Mal wieder. Und, was habe ich prophezeit? Es ist Nacht. Es ist natürlich nicht Tag. Wir haben keine Sonne. So. Spalvi ist zurückgefallen. Ob bei ihm alles in Ordnung ist? Ah, wie schön, wieder frische Luft atmen zu können. Die großen Hallen von Khazad-dûm sind natürlich auf ihre Art majestätisch. Aber alles, was größer als eine Hobbit-Höhle ist, ist ein bisschen zu viel für mich. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin jedenfalls froh, wieder im Freien zu sein. Aber wartet, wir haben ja Spalvi verloren. Stimmt etwas nicht? Sprecht mit Spalvi vor dem Osttor von Moria in Nanduhirion. Da. Noch verloren würde ich nicht sagen. Er ist halt hier. Es ist an der Zeit, dass ich unsere kleine Gruppe verlasse.
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, meine Freundin, aber ich fürchte, es ist an der Zeit, dass ich unsere kleine Truppe verlasse. Ich habe unser gemeinsames Abenteuer genossen und bin froh, dass ich das Unrecht wieder gut machen konnte, das ich euch und Bilbo getan habe. Ich habe meinen alten Namen abgelegt und einen neuen angenommen und ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur den Namen nach meinem Starkherz als Grimhand geworden bin. Vom Namen her Starkherz geworden bin, genau so rum. Ich möchte in Khazad-dûm bleiben und der eisernen Garnison bei ihrer Arbeit helfen, wenn sie mich denn haben wollen. Ich mache mir keine Sorgen um Bingo, Margerite. Ich weiß ja, dass ihr bei ihm seid. Doch ein Wort der Warnung. Ich habe gehört, dass auf dieser Seite des Gebirges Elben leben sollen. Naja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Gebt nur Acht, wenn ihr mit ihnen zu tun habt. Ihr könnt ihnen nicht über den Weg trauen. Lebt wohl, meine Freunde. Mögen wir uns am Ende unserer Reise wiedersehen. Den Spruch, den kenne ich aber. Ich glaube, den hat Gandalf im Herr der Ringe schon mal gesagt. Sprecht mit Bingo vor dem Osttor. Machen wir. Ja, soll er mal machen. Mach das. So. Es ist schade, dass Spalvi nicht mitkommen möchte. Aber wir sollten uns nun der Zukunft zuwenden. Es ist schade, dass Spalvi nicht mitkommen möchte, aber er wird eine große Hilfe für die Zwerge von Moria sein. Wenden wir uns nun der Zukunft zu und sehen wir mal, was sie als nächstes für uns bereithält. Nächste Woche ein Kapitel über Elben, empfohlene Stufe 60. Das ist auch nach wie vor noch kein Problem. Also das sind zwar jetzt nur noch 33 Stufen zwischen uns und dieser Quest, also der Abstand wird geringer, aber ja, das packen wir schon. Also ich habe mal geguckt, ne, falls die Bingo-Boffin-Story bis zum Schluss gehen sollte, ja, das wäre ja bis Level 105. Und man kann ja immer noch Quests annehmen, die 7 Level über einem liegen. Das heißt, also wenn ich Level 95 erreicht habe, müsste ich auch eine 105er-Level-Quest von Bingo Boffin annehmen können. Und das sind ja jetzt nur noch 2 Level. Das werde ich also bis dahin bestimmt schaffen, sollte es denn überhaupt schon so weit gehen. Gut, wir kriegen wieder unsere Abzeichen, unsere Erfahrungspunkte und dürfen uns jetzt entweder hungrig nach Sonnenlicht nehmen oder eins mit der Dunkelheit. Und ich bin hungrig nach Sonnenlicht. Ich werde Spalvis Warnung nicht in den Wind schlagen. Glaube aber nicht, dass wir uns darüber viele Sorgen machen müssen. Ja, und wenn wir uns doch darüber Sorgen machen müssen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir rüsten hier nochmal schnell unseren Titel aus. Das haben wir beim letzten Mal auch vergessen. Das habe ich dann nachträglich gemacht. Hungrig nach Sonnenlicht. Nichts da löschen. Hier den aktivieren. Okay. Das sind wir jetzt. Ja, hungrig nach Sonnenlicht. Und machen diese Quest dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.